Hallöchen und willkommen zum neuen Box-Office-Tippspiel. Und zwar zu den Ergebnissen der Kalenderwoche 30. Es ging ja um den Film The Emoji Movie. Und wie ihr es schon seht, so, hat er Platz 1 erobert. Mit 25,6 Millionen hat er das Wochenende gut überstanden. Dann kommt Dunkirk mit 102 Millionen, hat die 100-Marke geknackt. Dann der nächste Neueinsteiger, Atomic Blonde, 18,5 Millionen, Girlstrip 65 Millionen, Spider-Man 278 Millionen, also der wird die 300-Millionen-Marke knacken, freut mich. Planet der Affen 3, 118 Millionen, Ich einfach unverbesserlich 3, 230 Millionen, Valerian and the City of a Thousand Planets, der neue Film von Luc Besson, 30 Millionen, also ganz schlecht. Dann Baby Driver, 92 Millionen. Und Wonder Woman, 395 Millionen. Könnte sogar noch die 400-Millionen-Marke knacken. Würde ich sogar behaupten, dass es schafft. Und ja, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Leider haben nur vier mitgemacht. Einmal Klaas hat den Box-Office-Tippspieltag gewonnen mit einem 40-Millionen-Tipp. Dann kommt Patrick, dann komme ich und dann kommt der gute Florian. In der Tabelle schaut es jetzt so aus. Klaas und Patrick haben die Plätze getauscht. Dann komme ich und Florian. Da habe ich die Plätze mit ihm getauscht. Und ja, das war es eigentlich schon. Hier hat sich Klaas. Oh, habe ich vergessen, Minus zu machen. Okay. Patrick Sumpf den Platz wieder zurückgeholt. Also, oh. So. Hier hätte auf jeden Fall noch ein Minus sein müssen, also, ne, da ist ja wurscht. Genau, so schaut es jetzt aus. Morgen kommt dann das neue Video. Und denkt dann, tippt doch einfach mal mit, ne, weil sonst erreicht es ja da nichts. Das war's. Ich zocke jetzt Marvel Heroes Omega. Ihr könnt ja beim Twitch mal vorbeischauen. Und bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.